Hallo AFOPS, herzlich willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin die Josie und bei mir der Marco. Hi! Ihr habt was Tolles gebaut. Naja, ich habe was gebaut und du hast nichts gebaut. Nein, ich habe teilweise gebaut. Ich durfte weiterbauen bei diesem kleinen Transformer hier. Aber die tolle Krabbe hat mein großer Sohn, der Finn, gebaut. Genau, wir haben eine neue Serie. Das ist eine Serie tatsächlich, also dieser Roboter und diese Krabbe und dieser Wal, die nicht ganz im gleichen Maßstab sind, sind Teil einer schicken Serie, die Mobile Team heißt. Und das sind jeweils 2-in-1-Sets. Ne? Richtig. Man kann 2 verschiedene Varianten bauen. Also ihr könnt entweder die Seetiere bauen, die Wassertiere, oder kleine Transbots. Transbots, Transformers. Transformers sind es nicht. Transformer ist ja so ein geschützter Begriff. Es sind Transbots, es sind Roboter, es sind Mechs, es sind Jäger, wenn man an Pacific Rim denkt oder so. Ja. Und man kann das aus den gleichen Teilen jeweils bauen. Also man kann sich entscheiden, ob man hier eine Seeschildkröte bauen möchte oder einen stark gepanzerten Mech. Und was hast du da? Ich habe hier einen Rochen. Einen Teufelsrochen, einen Manta. Und auf der Rückseite ist es wohl ein kreativer Transbot. Genau. Auch mein Wal, den ich gebaut habe, ich liebe ja Wale, kann alternativ ein Roboter sein. Und auch er hier könnte alternativ ein Roboter sein. Also ihr merkt, das ist eine 2-in-1-Serie. Entweder man hat lauter Meerestiere oder lauter Roboter. Und der Roboter. Richtig, Der sieht auch gefährlich aus mit diesen. Ja, cool. Hervorragend. Es gibt auch irgendeinen Actionfilm von den Marvels, wo hinten einer kommt und ganz, ganz viele Arme hat und so. Ja, ja, es ist bei Iron Spider, Spider-Man mit seinen, ja, der kann das dann auch richtig mit so Spinnenbeinen. Richtig cool. Aber Finn hat sich für die Krabbe entschieden. Ja, das hat mich auch interessiert, als ich dir die Sets mitgegeben habe. Was machen die Kinder? Bauen die Roboter draus oder bauen sie die Meerestiere? Ich habe bei mir natürlich das Meerestier gebaut, weil ich, wie gesagt, ein großer Meeresfan bin und den Wal hier bauen wollte. Der hat hier so einige... Oh, wie toll. Bewegliche Bereiche. Ne? Die Flossen kann er auch bewegen. Schön. Alles, was ihr hier seht, sind Sticker. Genau. Auch die Augen, das muss man sagen, sind aber auch im Preis sehr günstig und haben einige Sticker. Jetzt ist er mir runtergefallen. Nein. Ich habe hier ein Beispiel. Es gäbe auch noch welche. Genau. Es gäbe auch noch 2 weitere Sticker bei diesem hier dabei, die man nur braucht, wenn man den Mac, nämlich das hier, das Gesicht, baut. Denn ja. Das braucht man halt hier nicht. Deshalb hat man die Sticker noch übrig. Es sind noch ein paar Teile übrig geblieben. Bitte? Bei mir. Auch ein paar graue Teile. Das liegt nicht daran, dass die komisch gepackt haben, sondern diese Teile hätte ich alternativ gebraucht, wenn ich den Mac gebaut hätte. Dafür hätte ich dann sicherlich ein paar andere Teile übrig gehabt, die ich bei dem Wal nur brauche. Genau, so war es bei uns auch. Also wir hatten bei der Krabbe nicht so viele Teile über, wie jetzt hier bei dem Mac-Transport. Mhm. Ja. Und wie kamen deine Kinder mit der Anleitung zurecht? Sehr gut. War sehr unproblematisch, die Bauanleitung. Sie ist auch überschaubar. Kleine Bauabschnitte. Ich zeige mal hier die Bauanleitung von dem Transport. Mhm. Und auf der Rückseite ist dann die Bauanleitung von dem Meerestier. Ja, in deinem Fall war es ein Clownfisch. Genau, ein kleiner Nemo. Dann kamen deine Kinder besser mit ihren Anleitungen zurecht als ich mit meiner. Denn diese Anleitung hat leider einen kleinen Nachteil. Das muss man wissen, wenn man das Set einem Kind mitbringt. Gerade durch das dunkle Blau. Schau dir mal die Teile an. Teilweise hast du da 2-3 Teile nebeneinander, aber du erkennst die Trennlinien zwischen den Teilen nicht, weil das Dunkelblau sehr dunkel dargestellt wird und die Ränder der dunkelblauen Teile sind schwarz und du erkennst dann halt nicht so wirklich, wo endet ein Teil, wo fängt das andere an. Oh. Du kannst dir oben ein bisschen behelfen und wenn das Licht gut ist, geht's. Aber wenn das halt, sagen wir mal, ein 5-jähriges Kind, 6-jähriges, 7-jähriges Kind aufbauen soll, muss es schon genau hingucken oder es könnte Frust geben. Ja, das betrifft jetzt halt speziell den Blauwal, weil der halt viele dunkelblaue Teile hat. Das wäre nichts für meinen Kleinen. Wenn der nicht so durchblickt bei einer Bauanleitung, da ist er sehr gefrustet und gibt auch schnell auf. Ja, aber war jetzt nur bei ihm, schien bei dem Dunkelrot jetzt kein so großes Problem überhaupt darzustellen. Nicht. Gar nicht. Na, das ist ja prima.
Das einzige Problem, was meine Jungs hatten, waren die Steine zu finden. Aber das ist wahrscheinlich, dass sie keine Lust hatten zu suchen und die Mama dann immer von hinten reingegriffen hat. Da ist es natürlich leichter. Eine Bauschrittunterteilung gibt es aus zwei Gründen nicht. Grund eins, das Teil braucht man vielleicht in Bauabschnitt, also am Anfang oder relativ am Anfang des Wals, aber erst zum Schluss beim Roboter, weil man ja zwei Sachen draus ausbauen kann. Und zum anderen, es sind 219 Teile, das ist jetzt halt nicht wirklich viel. Nee. Also bei 219 Teilen würde ich von keiner Marke eine Bauabschnittsunterteilung erfordern oder erwarten. Ich möchte noch was sagen hier bei dem Transport, wenn ihr den baut. Ja. Den Schluss habe ja ich gebaut und dann habe ich den, ich nenne mal den Rumpf, gebaut. Und dabei, als ich die Arme hier drauf stecken sollte, weil die Arme werden zum Schluss erst drauf gesteckt, ist mir die ganze Zeit der Rumpf auseinandergeflogen. Fand ich total blöd. Ich habe dann einfach den Rumpf rausgenommen, habe die Arme drauf gesteckt und habe dann von vorne und hinten die Teile wieder dran gebaut. So finde ich das einfacher, als erst den Rumpf zu haben und später dann das dran zu stecken, denn es fliegt dann immer wieder auseinander. Das war ein bisschen... Bautipps sind immer gut und immer willkommen. Prima. Der hat aber auch einige Sticker hier, sehe ich. Ja, ne? Krabbe. Da konnte der Finn sich richtig austoben. Hat er aber auch. Hat er gut gemacht, ja? Ja, der ist ein bisschen, aber sehr gut hinten, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Hast du gehört? Ja, prima. Ja. Gefällt mir auch sehr gut. Ich war als Jugendlicher mehrmals mit meinen Eltern in Kroatien im Urlaub und da habe ich dann unter Wasser auch solche Krebse gesehen. Teilweise mit noch längeren und dünneren Beinen, die hießen dann quasi Seespinnen, waren auch Krebse. Hatten auch Chitinbeine, aber die waren halt noch etwas länger und so. Und ich wusste damals, man konnte die so anfassen, dann kamen sie mit den Scheren nicht an einen ran. Aber und das hast du gemacht? Ich habe das mal gemacht. Oh. Sollte man aber natürlich nicht tun, man sollte die Meerestiere in Ruhe lassen. Ja, finde ich auch. Da war damals 1990 das Bewusstsein noch nicht so vorhanden, aber man sollte die Meerestiere in Ruhe lassen. Man kann sich freuen, wenn man welche sieht. Aber man sollte sie nicht stören. Genau. Ja, ich habe mal eine Setcard geschrieben für ihn. Jetzt im Nachhinein, er ist natürlich schon imposanter. Ne? Teilezahl ist die gleiche, aber durch diese langen Beine. Eine Setcard als Beispiel. Das ist das 2-in-1 Modell eines Blauwals von Panlos. Die Setnummer, die falsche aufgeschrieben, 663021. 219 Teile. Für 11,95 Euro. Und 11,95 Euro kostet jedes Set der Serie. Ja. Der hier ist 19 cm lang, 11 cm breit, 5 cm hoch, je nachdem auch, wie man ihn bewegt. Ne? War für mich entspannt aufzubauen, mit der Einschränkung, dass die Farbe, das Dunkelblau, in der Anleitung nicht so einfach zu sehen ist. Bei uns war es auch ein entspanntes Bauen. Also auch für Kinder ab 6 Jahren. Ich finde, die Altersbeschreibung ist... sehr treffend, sehr zutreffend. Er hier hat beispielsweise 242 Teile, kostet auch 11,95, kosten alle 11,95. Was haben wir denn jetzt eigentlich insgesamt? Wir haben ja insgesamt 12 Modelle. Ja, wir können ja mal ein bisschen was zeigen. Wir können ja mal was zeigen. Also ich habe hier schon gezeigt, die Meeresschildkröte oder alternativ den gepanzerten Mac. Richtig, ich habe hier einen Hammerhai, würde ich sagen. Ja, ich würde Schwertfisch sagen. Oh, Schwertfisch, danke. Der Marco so ein ist ganz also schneller nicht nur ein Noppenstein-Profi, Jäger, sondern auch ein Wasserbiologe. Ja, Biologe bin ich nicht, aber ich liebe Meerestiere. Oh, der ist auch toll, der Seestern. Ja, der ist wirklich klasse, der ist wieder mal was ganz anderes. Und ich finde ihn auch cool gebaut, denn es ist gar nicht so einfach, dieses fünfeckige, weil das ja... 90-Grad-Winkel sind einfach mit Doppensteinen, aber andere Winkel, und das sind ja keine 90-Grad-Winkel, bei den fünf Zacken, so zusammenzubauen, dass es gut aussieht und hält, ist nicht trivial. Oder man hätte es bauen können, dann hätten wir gewusst, ob es eine Herausforderung ja, ist. Und auch ein schicker Mac auf der Rückseite. Okay, was habe ich noch? Einen Hummer. Der ist toll. Ich finde die Farben cool. Die Farbkombination ist echt cool. Hier sehen die Sticker, die sehen halt auch richtig gut aus. Gibt es auch viele Sticker dabei. Und auf der Rückseite, er hat auch was. Also er ist auch gefährlich. Richtig. Die sehen aber beide aus. Ich finde, also auch der, wenn du mal umdrehst, der Hummer, der sieht auch gefährlich aus. Ja, das stimmt. Aber jetzt kommt was Süßes zur Abwechslung. Ein Seepferdchen. Ja. So schön. Und selbst... der Transport ist noch süß. Ja.
Seepferdchen sind auch klasse. Bei den Seepferdchen ist es so, dass wenn das Weibchen legt die Eier und der Vater brütet sie dann aber aus. Ja. Der Vater bewahrt die so in einem entsprechenden Beutel in seinem Körper auf und ja, also. Das ist toll, gerechte Arbeitsverteilung. Ja. Jetzt habe ich jetzt wieder einen Delfin. Oh, schnuffig. Einen süßen Delfin. Und auf der Rückseite, ja, der sieht auch gar nicht mal so gruselig aus, finde ich. Nee, gar nicht. Also es ist passt sehr zum Delfin. Ja, sehr süß. Den hier. Oh. Also wenn, ja, der Hai, der Delfin, der Hummer und er hier, dieser Tintenfisch, diese vier Sets kamen erst heute, als wir das Video, in dem Tag, in dem wir das Video drehen, bei uns an. Sonst hätte ich den Hai aufgebaut, weil ich liebe weiße Haie. Ich finde die einfach so wunderschön, so von den Formen her. Und, herrlich, seit vielen, vielen Millionen Jahren nicht mehr verändert, weil die einfach vom Design her perfekt sind. Ja. Wenn es keine Menschen gäbe, gäbe es auch noch mehr von denen. Und die sind auch wichtig für das Gleichgewicht im Meer. Es braucht auch Raubfische. Es hat alles seinen Grund auf der Erde. Es hat alles seinen Grund, genau. Und hier haben wir dann noch einen Kalmar. Ich meine, die es sind natürlich keine 10 Arme, es sind auch keine 8 Arme. Sieht aus wie 6 Arme, aber so rein von der Körperform her würde ich sagen, es ist kein Krake, es ist ein Tittenfisch, ein Kalmar. Es könnte sogar so ein Riesenkalmar sein, der sich dann mit den Pottwalen in der Tiefsee anlegt. Ja. Ganz, ganz tief unten. Ganz, ganz kein tief Mensch hinkommt. Unten. Ja, genau. Ja, cool. Gefällt mir auch. Auch 11,95. Alle, habe ich schon gesagt, kosten alle 11,95. Tolle Serie, wirklich. Jawohl. Insgesamt sind es 12 Sets. Ich finde, ist für Kinder klasse, ja. Auch weil, naja, sich dann halt das Kind entscheiden kann. Möchte ich lieber das eine oder das andere aufbauen? Und wenn man die restlichen Teile aufbewahrt und die nicht in der großen Kiste verschwinden, wo man sie dann vielleicht nicht mehr findet, dann kann man sich ja immer noch umentscheiden. Richtig. Und sagen, jetzt habe ich mich an dem Wal satt gesehen, jetzt will ich mal den, ja, Roboter haben. Finde ich cool. Echt toll. Man kann sogar spielen, dass die sich transformieren. Man muss halt immer so eine kurze Pause einlegen und die Sachen wirklich umbauen. Das ist es doch. Aber also man kann jetzt nicht klick-klick machen, man muss ihn schon auseinandernehmen und neu bauen, aber... Ja, aber die Kinder heute... Den Kindern ist es doch egal. Genau, und die sehen ja auch die Videos, gucken auch die Videos und die sind ja auch schon dabei, dann so Videos zu schneiden und selbst Videos zu machen. Das ist eine gute Idee für das nächste Video für meinen Sohn. Na prima. Kann er eine Krake in einen Transport transformieren. Genau, ja. Ich würde sagen, dann war es das für heute schon aus dem Noppenstein-Studio und aus den Weltmeeren. Ja, wir schwimmen davon, wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Genau, denn Noppensteine kann man nie genug haben. Niemals. Und demnächst gibt es noch mehr. Macht's gut. Tschüssi. Oh, der Hai sieht toll aus. Na, vielleicht nimmst du ihn ja doch noch mit. Ja, wobei diese Streifen, von den Streifen her ist es eher ein Tigerhai, denn Tigerhaie haben solche angedeuteten Streifen. Mhm. Weiße Haie haben das nicht. Hm. Vielleicht ist das eine kreative Mischung. Ja. Ein Heimmischling. Genau.